Hallo bei MixerTV. Beim Gehkescher hat man ja oft das Problem, dass man mit dem Auge die ganze Zeit aufs Display schaut, gerade die tolle Natur sieht, die tolle Aussicht genießen kann. Kann sein, dass man vor lauter Display die Muggels gar nicht bemerkt oder irgendwelche Gefahren hat. Auto, wo doch ein bisschen blöder vorbeifahrt oder irgendwo was, wo man abstürzen kann. Und solche Probleme kann man anscheinend lösen. Genauso Thema Display. Ich hatte mal Probleme, meine Augen waren auch immer schlechter, dass ich von meinem alten Gerät kaum noch was sehe habe. Manchmal, halt wenn die Sonne ungeschickt scheint oder wenn es regnet, manchmal auch aber beim normalen Display Probleme bekomme. Und auch für diese Sache gibt es anscheinend eine Lösung. Da habe ich vor längerer Zeit übers Internet eine Firma entdeckt, Sensovo, und die hat eine tolle Idee. Nur war das damals so, da habe ich Kontakt aufgenommen, dass die Idee noch nicht fertig entwickelt war. Da hat es noch viele Probleme gegeben mit der Idee. Und dann war das noch kein Thema für MixerTV. Jetzt über ein Jahr später nochmal Kontakt aufgenommen, mal gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Und die gute Nachricht, wir sind eigentlich kurz vorm Startschuss für was richtig Neues, tolle Idee. Die Idee heißt Geobelt. Was versteht man darunter? Ein Gürtel. Und der Gürtel ist verbunden, zum Beispiel mit dem Handy. Und weiß, wo man hin will. Und der vibriert an verschiedenen Stellen. Dadurch weiß man, wie weit ist man noch weg vom Geocache. Muss man noch irgendwo abbiegen? Muss man in den Wald? Und ist man jetzt ganz nah dort? Und dadurch kann man die Augen benutzen für das, was man will. Man braucht nicht aufs Handy starren, das kann man in der Tasche lassen. Man kann einfach sich mal umschauen, die Gegend genießen. Man kann schauen, ob man beobachtet wird. Und man kann sich ganz auf das richtige, ursprüngliche Cache konzentrieren und es genießen, was man macht. Also ich finde die Idee an sich klasse. Man weiß natürlich nicht, ob das funktioniert, ob man so ein Göldo, ob das angenehm ist. Jetzt sieht es so aus, ich habe wie gesagt Kontaktaufnummer mit Sensovo und die haben mir dann verschiedene Prototypen gezeigt, die Entwicklung vom ein bisschen große Gürtelteil über so einer, wo so neoprenartig aussieht. Und mit der Zeit ist es dann immer kleiner geworden, immer schicker aus, sieht immer schicker aus. Und alles, was am Anfang so als Problem dargestanden war, war plötzlich ganz toll gelöst. Und also rein von der Optik und von der Idee ein klasse Teil. Dann war natürlich die Frage von mir, mit was funktioniert das? Braucht man da wieder eine extra App? Will man das? Nein, es geht über die ganz normale Geocaching-App und auch über CGO. Dass man einfach in CGO sagt, wo man hin will und man spürt es und kann das Handy einstecken. Hört sich klasse an. Die haben dann auch verschiedene Tests gemacht. In den Tests auch nochmal Probleme gefunden, wieder verbessert. Dann sind sie an den Punkt gekommen, wo es richtig gut aussieht. Das kann man jetzt laden wie ein normales Handy mit dem gleichen Stecker. Man kann mit der Ladung, kann man wirklich den ganzen Tag Geocache gehen, also 18 Stunden oder so. Und man hat dann wirklich die Hände frei, wenn man den Gürtel dann anhat. Und dann habe ich Senseo gefragt, wie es aussieht, mit einem Interview. Und habe heute Uli hier, der ist extra hergefahren nach Karlsruhe. Hallo Uli. Ah, willst du das setzen? Ja, hallo. Grüß dich. Ja, das ist einer von vier Personen von der Firma, wo das entwickelt, wo jetzt den Gürtel fast fertig hat oder eigentlich fertig hat. Genau, genau. Lieber Mixi, ich habe mit meinem Kollegen jetzt
das Design soweit fertig, Designstudio beauftragt, wir haben die Produktion soweit am Start. Es könnte eigentlich losgehen. Natürlich gibt es noch ein paar Feinheiten zu regeln, aber dann können wir mit unserem Sensovo Geobelt, wie wir ihn nennen, können wir dann praktisch zum zweiten Quartal nächsten Jahres können wir an der Start gehen. Das heißt, hier könnt ihr dann auch zuschlagen. Ihr könnt natürlich auch jetzt schon zuschlagen, ne? Ja, ach so, ja, es gibt eine Website. Stimmt. Ja, die Website blende ich oben ein und da geht ihr mal drauf. Dann seht ihr mal, wie so ein Geobelt aussieht. Genau, also da habt ihr dann das komplette Design drauf, sieht auch die Technologie, wird dann ein bisschen näher beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Nochmal die Vorteile für einen Geocacher genannt. Ich bin ja selber Ja. Geocacher, ne? Und wenn man dann so draußen war, also ich habe dann doch schon einige Geocaches gemacht und oftmals an diese Grenze gestoßen, wo ich dann gedacht habe, oh Mensch, jetzt habe ich aber wirklich keine Lust mehr, ständig das Smartphone rauszuziehen und wieder zu schauen, bin ich jetzt noch richtig? Wie weit ist denn jetzt der Geocache noch weg? Und daraufhin hat sich die Idee richtig gehend für das Geocaching so entwickelt. Auch gerade bei mir war ja ein sehr spannendes Thema. Genau, und auf dieser Webseite seht ihr dann einfach, wie das Design aussieht, wie man sich das dann schlussendlich vorstellen kann und was ihr dann auch tatsächlich jetzt schon vorbestellen könntet. Ja. Ja, also wie er gerade gesagt hat, man kann den Gurt schon vorbestellen. Dann hat man natürlich Preisvorteile. Und jetzt so der Geheimtipp für Geocacher: Es gibt auch eine limitierte Edition von 100 Gürtel Genau, ja. mit eigener GC-Nummer. Das stimmt, ja. Wir haben tatsächlich, TB-Nummer. ja, TB, genau, wir haben wirklich trackable Codes bekommen für diese spezielle Sonderedition. Das heißt, wir werden eine Sonderedition rausbringen, spezielles Geocache-Design. Und natürlich wird jeder Gürtel dann eine individuelle trackable Nummer bekommen. Wird dann eingraviert sein auf dem Gürtel. Also ganz tolle Geschichte. Schaut es euch gern an auf ne, der eingeblendeten Webseite vom Mixi. Ja. Ja, soweit zum Thema. Und ach so, noch ein paar Vorteile, was ich rausgestellt habe bei der Test mit dem Gurt. Man ist so bei der ersten Vortest im Schnitt so um die 3 Minuten schneller beim Cache, weil man halt weniger Zeit verbraucht mit nochmal Nachschauen und mehr mit der Auge gleichzeitig arbeiten kann. Das stimmt, ja, der Zeitvorteil. Aber dann, ja gut, also beim Cacher, da braucht man ja eigentlich sich jetzt, Power. ja, die Power-Cacher, natürlich ein tolles Spielzeug für Power-Cacher. Nee, also ich denke, beim Geocacher muss man jetzt nicht unbedingt zeitforcierend hier ständig nächster Cache, nächster Cache, nächster Cache. Nee, also man kann sich auch ruhig Zeit lassen, aber du hast vollkommen recht. Also ich spare mir mit der Möglichkeit oder mit der Technologie, mit dieser Haptik, mit diesem eigentlich fühlen, die Richtung fühlen, dieses Ja. Navigieren fühlen, mit dem spare ich mir tatsächlich wirklich Zeit, wo ich dann das Handy nicht rausholen muss. Ich muss nicht anhalten, weil stellt euch vor, ihr spaziert weiter und fliegt über den nächsten Stein. Dann hat sich das mit dem Geocaching für diesen Tag ja, erledigt. Du hattest es vorhin erwähnt. Deswegen ja, Zeitersparnis ist tatsächlich mit drin. Ja. Okay, also nochmal ganz klar, ich finde die Idee super. Design und was ich vorbereitet habe, finde ich auch alles klasse. Wie gut die Gürtel dann wirklich ist, kann ich erst testen, wenn ich eine habe. Das ist in ein paar Monaten soweit. Das Und dann kommt es natürlich auch auf MixiTV. Dann bin ich mal live unterwegs, oder ich weiß nicht, ob es live ist, aber unterwegs mit dem Gürtel und lasse mich filmen dabei. Und dann bin ich mal gespannt, wie praktisch es ist. Ob man sich gar mal wegdenken kann oder ob man sagt, ha, ist doch nichts. Also ich kann mir schon vorstellen, es ist ein riesiger Schritt nach vorne beim Geocacher. Und hoffe mal, dass es wirklich so gut wird. Na gut, ob es Geocaching 4.0 wird, das wissen wir noch nicht, aber ja, ich denke schon, dass es eine tolle Erfahrung ist, vor allem dieses Navigationsgefühl. Ich habe es jetzt schon häufiger ausprobieren dürfen bei unseren Tests. Das ist einfach eine ganz, ganz neue Erfahrung, einfach ein ganz neues Erlebnis, wo man so eigentlich so noch nicht kennengelernt hat. Und ich hoffe mal, dass man nicht nur mit dem Endprodukt noch ein Videofilmchen mache, sondern dass man vielleicht auch noch ein Zwischenfilmchen drehe während der Ja. Produktionsphase. Ne? Also weil die steht ja jetzt natürlich ganz heiß an erster Ja, Stelle, voll klasse, im ja. Programm. Ja. Super.
Tolle Idee. Können wir praktisch mit Mixi TV, können wir dann die Produktionsphase noch so ein bisschen mit begleiten. Wäre toll. Was auch ganz geil ist, man hat dann, gerade wenn man die Innenstadt cached, wo viel Muggel sind, kein Gerät, wo man dauernd drauf schaut und sagt, oh, ich mache Pokémon Go. Nein, man hat die Hände frei, die Augen frei und kann dann reagieren, wenn es angebracht ist, kann die Umgebung dabei anschauen. Und das finde ich natürlich klasse. Sehr gut, ja. Umgebung sondieren, wo könnte der Cache sein, ohne das mal gleich. Okay, das war's dann für heute. Also vielleicht am besten mal draufschauen, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mal es doch bitte auf Facebook, auf YouTube, auf Mixi TV, was ihr davon haltet. Ob da sagt, das ist eine super Idee oder das braucht kein Mensch. Einfach mal eure Meinung und am besten auch dazu schreiben, warum. Also warum gut oder warum schlecht. Das wäre mal wichtig. Sehr cool. Ja. Okay, genau. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.